Nee, bevor wir zu Samstag gehen, wir gehen erstmal zu Stay. Denn ihr seht schon im Titel, es gibt das Thema Hot Tub Streams auf Twitch. Und Stay hat einen Retalk dazu gemacht, da wollen wir gerne mal reinschauen. Warum macht Twitch das? Es gibt jetzt auf Twitch eine Pool-Kategorie. Also es gibt jetzt auf Twitch extra eine Kategorie, die heißt Hot Tub. Also Hot Tub, also Pools, Hot Tubs, Beaches, also sowas in der Art. Also anstatt, dass Twitch sagt, wir verbieten das, hat Twitch jetzt entschieden, es gibt jetzt eine Kategorie. Das heißt, Twitch hat sich dafür entschieden, dass es solche Hot Tub Streams gibt. Okay, ey, ich persönlich, ich bin da neutral. Ich mach keine Streams aus dem Planschbecken. Ich gucke mir auch keine Streams aus dem Planschbecken an. Aber wenn Leute sowas angucken wollen, ist das schön und gut. Das Einzige, was ich verurteile, ist, wenn irgend so eine Amorant dann ihre Hardcore-Porno-Links in den Chat postet, damit die Minderjährigen dann auf ihr Onlyfans Geld bezahlen und dann sich Hardcore-Pornos reinziehen. Das finde ich nicht so gut. Wenn die da im Planschbecken ist mit Bikini, hey, soll die machen. Aber bitte keine Pornoseiten bewerben. Das finde ich nicht gut. So. Wir schauen mal rein, was Stay zu der ganzen Sache sagt. Also Twitch hat sich ja scheinbar jetzt ganz klar pro Pool-Streams geäußert. Schauen wir mal, was da abgeht. Let's go. Ladies and Gentlemen, Twitch hat reagiert. On the most Twitch way. Ich weiß, Revi macht auch einen Hot Tub Stream gerade. Er ist ja auch sexy. Hat Twitch reagiert. Let's talk about Pool Streams. So, bin ich mal gespannt, was Stay zu Pool Streams sagt. Er streamt ja aktiv auf Twitch. Und auf Twitch ist das ja gerade ein Riesenthema, Pool Streams. Ich habe mich jetzt noch nicht so ultra dazu geäußert. Und ich sag mal ganz ehrlich, mir ist es scheißegal. Wenn jemand im Bikini im Pool planscht und sich Namen auf den Körper schreibt und wenn das von Twitch aus, Twitch ist ja der Hausmeister, also Twitch entscheidet ja, was ist okay, was nicht, und Twitch hat ja durch die neue Pool-Kategorie ganz klar entschieden, das ist okay, wir möchten auf Twitch Planschbecken-Streamer, wir möchten das, und wenn Twitch das sagt, ist okay, dann ist das halt für die Leute, die auf Twitch streamen, müssen die damit klarkommen. Das hat Twitch das jetzt entschieden, so. Aber ich gucke mir die nicht an, weil mich interessiert das nicht wirklich, und ich mache selber keine, also interessiert mich auch nicht, und mich verletzen diese Streams auch nicht. Mich stören die nicht, mich machen die nicht traurig oder irgendwas. Also mein Leben wird davon nicht beeinträchtigt. Also ich sehe da nicht das riesen Problem drin, wisst ihr, was ich meine? Ich gucke mir sowieso kaum Twitch-Streams an. Deswegen ist mir das eigentlich scheißegal. Und auf YouTube gibt es das halt zum Glück nicht. Das finde ich halt schade. Verlinkungen von Twitch auf OnlyFans bzw. alle anderen pornografischen Plattformen sind laut Terms of Service verboten. Machen trotzdem fast alle Poolstreamer. Und das finde ich nicht gut. Ich finde, das ist nicht gut. Ich finde, wenn man seinen OnlyFans auf Twitch bewirbt oder sein irgendwelche Sachen, wo es halt dann wirklich Hardcore-Pornografie zu sehen gibt, was wirklich für Menschen ab 18 sein soll, dann finde ich das einfach schwierig. Und das ist das, was mich an der Sache stört, weil ich da so ein bisschen den Punkt sehe, Jugendschutz. Aber es wird keinen 12-jährigen oder 14-jährigen Jugendlichen schaden, wenn er irgendwelche Frauen oder Männer im Bikini oder Schwimmhose sieht. Das siehst du auch, wenn du schwimmbad gehst. Deswegen ist mir das eigentlich scheißegal. Aber diese Porno-Werbung, das finde ich halt schwierig. Ja. Jetzt schauen wir mal, was der dazu sagt. Schauen wir mal rein. Stein. Sie haben gestern einen Blogpost hochgeladen, in dem Sie die Problematik Poolstreams angesprochen haben. Das Ganze sieht so aus. Langer Text, explicitly sexual suggestive content, bla bla, bla bla, bla bla. Ich verlinke euch gerne den Blogpost, dann könnt ihr euch den gerne selber durchlesen. Kann ihn aber auch für euch zusammenfassen, wenn ihr das möchtet. Also ich werde es so oder so zusammenfassen. Twitch hat reagiert auf die massiven Anfeindungen von PoolstreamerInnen da draußen. Mittlerweile ist es ja cool, das Scheiße zu finden. Und ich finde das zum großen Teil auch scheiße, aber nicht wegen dem Poolstream an sich, sondern wegen den Querverweisen. Und denke. Ja, so genauso sehe ich aus. Ich kann kein Deutsch mehr. Genauso sehe ich es auch. Die Querverweise, also sowas wie: Schaut mal bei mir auf Pornhub vorbei oder schaut mal bei mir auf OnlyFans vorbei. Ich habe auch nichts gegen OnlyFans oder Pornhub. Also ich nutze diese Seiten selber, wenn ich Lust darauf habe. Aber das hat halt nichts auf Twitch zu suchen. Wisst ihr, was ich meine? Twitch ist eine familienfreundliche Unterhaltungsplattform, genau wie YouTube oder auch zum Beispiel Instagram. Und auf solchen Social-Media-Plattformen, die familienfreundlich sind, die für alle Altersgruppen gedacht sind, 13 plus oder keine Ahnung, was das Mindestalter ist, da haben Verlinkungen von Pornoseiten nicht zu suchen. Fassen wir erstmal zusammen, was getan wurde. Twitch hat die Poolstreams. Könnt ihr euch an meinen letzten Talk erinnern? Vielleicht muss ich das kurz mal zusammenfassen. Moment, da mache ich mal einen Timestamp zu. Vor 2 Tagen oder so, oder 3 Tagen, hatte ich einen übelsten Rant bezüglich Poolstreams. Und warum Amorant da übelst verantwortungslos ist und mit Werbung. Könnt ihr euch erinnern? Der Talk baute darauf auf, dass Poolstreams entmonetarisiert werden, weil Werbepartner überhaupt nicht leiden können, wenn ihr Produkt vor den falschen Streams produziert wird. Ist aber nicht mehr so. Poolstreams werden nicht mehr entmonetarisiert. Es war mal die Idee, Poolstreams zu entmonetarisieren, ist aber nicht mehr so. Poolstreams haben jetzt eigene Kategorie, in der Kategorie Pool und Hot Tub und Beaches.
Und in dieser Kategorie können jetzt Werbekunden entscheiden, ob sie Werbung schalten oder nicht. Aber wenn ihr schon mal auf Twitch wart, wisst ihr, wenn ich auf Twitch gehe, bekomme ich zu, sagen wir mal, über 50%, vielleicht sogar 70% Werbung von den Twitch-Mutterkonzern selbst. Und zwar Amazon. Wenn ich auf Twitch gehe, kriege ich immer irgendwelche Amazon Prime-Werbung. Hier die neue Serie, hier der neue Film, hier die neue Serie. Wisst ihr, was ich meine? Und glaubt ihr, jetzt sagt mal ehrlich, glaubt ihr Amazon, also das ist ja die Hauptwerbung so, ne? Glaubt ihr, diese Werbung wird ausgeschaltet? Nein, diese Werbung werden nicht ausgeschaltet, weil das gehört ja zu Twitch. So, die können da kostenlos Werbung machen quasi in ihrem eigenen Unternehmen. Das heißt, diese Poolstreamer werden nicht deutlich weniger Geld verdienen als vorher. Das heißt, es juckt eh keinen mehr. Also die Werbung ist nicht ausgeschaltet, sondern die Kunden können jetzt entscheiden, ob sie Werbung buchen oder nicht. Aber dadurch, dass Twitch von Amazon, also Twitch gehört Amazon wird überall Werbung schalten, wo die können. Das ist denen scheißegal. Und deswegen ist es es ist irrelevant. Und das ein bisschen zu eklig ist. Und bei diesen Poolstreams könnte man sagen, das ist schon irgendwie Softcore, Softporn auf jeden Fall, irgendwie sowas, ja. Okay, wir haben damals alle DSF geguckt. Ich sag mal so, meine Streams sind auch eigentlich schon fast Softporn. Guckt mal mich einfach mal jetzt an und sagt mal ehrlich, habt ihr schon mal jemanden gesehen, habt ihr schon mal einen Streamer im deutschen Bereich gesehen, jetzt sagt mal ehrlich, aber wirklich ehrlich, der so sexy ist, so motherfucking sexy? Also wenn man den Fetisch hat, Obdachloser, dann bin ich eine 10 von 10. Und ich sag euch, wie es ist. YouTube hat mich schon angeschrieben. Simon, wenn du weiter so hot bist, müssen wir leider den Stream ausmachen. Und sexy Sportclips, uns interessiert das nicht. Nichtsdestotrotz hätte ich nicht gedacht, dass Twitch so schnell reagiert. Aber ich habe gesagt, Twitch wird etwas tun. Die sind sehr, sehr schnell im Unterbinden. Und dann müssen sie irgendwas machen. 3 Tage später nach diesem Talk, ja, 3 Tage später am 19. habe ich den Talk dazu gemacht, haben sie reagiert. Was haben sie getan? Twitch hat, wie eben schon... Danke, Chat, danke. Das geht runter wie Öl, danke. Das habe ich gebraucht für mein, Selbstbewusstsein, die 10 von 10, danke. Und gesagt, the most Twitch thing to do, umgesetzt. Sie haben eine eigene Kategorie auf Twitch geschaffen. Das ist so krank! Ich finde es so krank, dass... Also jetzt können sich halt so Leute wie Amorant und so, können sich auf die Schulter klopfen, denn die haben es geschafft, durch ihre Streams, dass die halt die ganze Zeit im Planschbecken sitzen, haben die es geschafft, eine eigene Twitch-Kategorie zu bekommen. Und da wäre ich motherfucking stolz drauf. Wenn ich jetzt angefangen hätte, im Planschbecken zu sitzen und irgendwann macht Twitch dann eine Kategorie, Planschbecken, Streams, Digga, dann da wäre ich so stolz. Die haben Twitch verändert. Diese Streamerinnen und Streamer, die im Planschbecken sitzen, im Bikini und sich Körperteile anschreiben mit Namen, die haben Twitch verändert. Die haben ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen oder Multimillionen-Dollar-Unternehmen. Ich weiß nicht, wie viel Twitch verdient. Milliarden? Schon Milliarden. Sagen wir mal, die haben ja auch irgendwo dann auch Amazon verändert, weil es gehört ja zu Amazon, also Multimilliarden. Die haben einfach das Unternehmen verändert. Die haben einfach eine eigene Kategorie bekommen. Normalerweise, das ist so krass. Ich finde es so krass. Bedeutet, wenn man jetzt auf Twitch live geht, kann man... Wann kriege ich meine Kategorie? Sexy. ...sich aussuchen. Ich möchte in der Kategorie Pool, Beaches und Bikini irgendwie streamen. Und das ist der erste Schritt, in Richtung Softcore-Porn auf Twitch. Es gibt jetzt eine Kategorie für Leute, die wirklich auf Twitch nur aus dem Grund gehen, sich Streamerinnen anzugucken, die wenig Kleidung anhaben und Bikini und so. Ist ja auch, soll jeder machen, was er möchte. Die Streamerinnen entscheiden es ja auch selber. Die dürfen mit ihrem Körper machen, was sie wollen und die Zuschauer dürfen es ja auch machen. Aber die haben jetzt diese Leute, die sowas gucken möchten, die haben jetzt eine eigene Kategorie und da finden die nur solche Leute, die da halb nackt vor der Kamera sich rumplanschen. Was kommt noch in Zukunft? Also wird es noch heftigere Kategorien geben irgendwann? Man weiß es nicht. Das ist eine temporäre Lösung. Es wird die Lösung bleiben. Da wird sich nie jemand mehr auseinandersetzen. Ich erkläre auch gleich, warum ich das glaube. Das heißt, man kann auf Twitch jetzt Poolstreams kategorisieren. Sprich, wenn du jetzt in Kategorien reingehst, ich habe die schon, also ich zeige euch gleich, was ihr tun solltet übrigens. Ja, also. Ihr findet jetzt eine Kategorie Pools. Pools, Streams, bla bla bla. Und jetzt wird's halt entspannt für euch. Wenn ihr nichts aus dieser Kategorie sehen solltet, dann geht ihr einfach in eure Twitch-Übersicht. Ja, ich mache das jetzt mal bei Slots. Klick hier auf diesen kleinen Punkt, dreifachen Punkt und schreibe nicht interessiert. Und alles wird dazu ausgeblendet. Die gesamte Kategorie ausgeblendet. Das war's. Ihr müsst euch nie wieder damit auseinandersetzen. No one fucking cares. Ihr müsst es nie wieder sehen. Ihr müsst es nie wieder sehen. Das war's. Es ist vorbei. That's it. Poolstream solved. Slots weg. Könnt ihr machen. Poolstreams könnt ihr machen. Poker könnt ihr wegmachen. Ist scheißegal. Wenn ihr Just Chatting ausmacht, gibt's kein Twitch mehr. So. Warum hat Twitch das getan? Twitch hat etwas sehr, sehr Interessantes getan. Und das wird die Poolstreams auf jeden Fall
wie sagt man, ein bisschen, ist ein bisschen doof für die. Twitch hat nämlich eine Kategorie geschaffen, wo Werbepartner sagen können, da möchte ich keine Werbung draufschalten. Twitch hat also aus der Ich monetarisiere einen Kanal, Grüße gehen raus an Amaranth, eine Kategorie gesagt mit, wenn ihr da drin streamt, wird keiner jemals auf euren Content Werbung schalten. Das ist der Grund, warum Twitch das gemacht hat. Druck von Werbepartnern. Druck von Werbepartnern. Twitch hat gesagt, ey, nein, meine Freunde, ihr müsst in der Kategorie streamen, wenn ihr da Dings macht, aber ihr werdet keine Werbung, da wird keine Werbung drauf geschaltet. Also es könnte sein, dass Werbung drauf geschaltet wird. Allerdings ist es so, dass die Werbepartner opt-outen können. Also sie können sagen, da möchte ich keine Werbung drauf schalten. Das wird ein bisschen dauern, aber das wird sich durchsetzen. Und die Werbepartner, die darauf Werbung schalten, tun das halt explizit. Entspannt von der Art. The most Twitch thing to do. Sie haben jetzt also einen ganzen Blogpost geschrieben, wo sie irgendwas von Freiheit und Sexual Suggestive schreiben. Also es ist einfach blödes PR-Gelaber, ganz ehrlich. Twitch hat wieder feist kalte Füße bekommen, als Werbepartner ihnen gesagt haben, wir wollen den Content nicht haben, weil wir schalten jetzt hier keine... Ich glaube sogar noch, dass es anders ist. Ich glaube sogar, dass Twitch sich denkt, Digga, diese Pool-Streams, die laufen extrem gut. Wir wollen dieses Monopol nicht verlieren, weil die gibt's halt nur auf Twitch und nicht auf Trovo oder auf YouTube. Da läuft das nicht, diese Planschbecken-Streams. Und Twitch will die einfach behalten. Ich denke, nicht mal unbedingt die Werbepartner sind das Problem. Die sind vielleicht auch ein Problem. Aber ich denke, Twitch möchte einfach so viele Klicks und so viele Views und so viele Zuschauer wie möglich. Und das kriegen die auch mit diesen Hot-Tub-Streams hin. Eine Werbung. Und das ist das erste Mal, dass Twitch diesbezüglich was gemacht hat. Und es wird das letzte Mal sein, als Twitch was gemacht hat. Das ist... Ich habe gar nicht dran gedacht. Ich habe gedacht, es passiert was anderes. Also so Shadow-Bans und so. Aber das habe ich nicht erwartet. Das ist also durch. Und ich habe damit kein Problem jetzt. Weil das Problem ist, das ändert ja gar nicht mein Problem. Mein Problem war, dass die direkt Verlinkung zu OnlyFans machen. Ich kann also nicht sagen, dass das gelöst wurde, weil mein Problem besteht weiterhin. Diese Nachrichten an Subs über E-Mail wurden übrigens deaktiviert. Ah, das heißt, man kann über... Also ich habe das noch nie genutzt, aber es ist schade für Leute, die es nutzen. Das heißt, man kann seine Subscriber nicht mehr informieren. Das ist schade. Ist das nicht der erste Schritt in Richtung Porn-Kategorien, weit entfernt der Zukunft? Das könnte sein, ja. Ja, könnte sein. Kannst einfach ab 18, und nur wenn du 18 bist, darfst du da reinklicken und dann gibt es irgendwann auch Porn-Kategorien auf Twitch. Könnte passieren. Ist ein Riesenmarkt, ne? Ist halt ein Riesenmarkt. Aber das wird erstmal noch dauern, weil Twitch versucht natürlich family-friendly zu bleiben und wenn die dieses Image bekommen, Porn, dann wird es schon wieder schwierig. Ich glaube, das dauert. Also ich denke, das ist unrealistisch, dass Twitch eine Porn-Kategorie bekommt. Nicht komplett ausgeschlossen, aber ich denke unrealistisch. Also ich denke nicht, dass sowas in naher Zukunft passiert, weil Twitch möchte family-friendly sein, Twitch möchte für Gaming stehen, für große Events, für Livestreams. Und wenn Twitch wirklich in diese Sparte absinkt, dann ist das eher ein negativer Schritt. Ja, ich denke schon, das könnte sein. Also es ist schon merkwürdig zu sehen, für die Leute, die oldschoolig unterwegs sind, dass Twitch entstanden ist, weil man eine Abspaltung von Justin TV wollte, wo alles gestreamt wird, mit Just Gaming. Und 5 Jahre später, oder sagen wir mal 7 Jahre später, ist es back to the roots, Alter. Wir sind wieder Justin TV. Also es ist halt wirklich Justin TV again. Das ist total paradox. So, die Plattform Twitch ist entstanden, weil man sich aus Justin TV herausgelöst hatte, weil man dachte, ey, Wir wollen unbedingt Abspaltung, wir wollen Gaming only. Und jetzt, 7 Jahre später ungefähr, denke ich, ist Twitch das, was Justin TV war. Eine Plattform, wo alles gestreamt wird. Vollkommen crazy, oder? Also die Absehung der Entwicklung ist ein bisschen falsch gewesen. So. Man hat geglaubt, dass das Gaming bleibt oder dass man den Gaming-Fokus hat. Aber eigentlich ist Gaming hier gar nicht mehr so interessant. Justin war doch vor allem für illegale Fußballstreams bekannt. Das ist nicht mehr so. Nee, das stimmt nicht. Du hast keine Ahnung, was hier am Wochenende los ist, Bruder. Hier wird sowas von viel Fuck Champions League Matches werden reihenweise gestreamt. Das ist hier immer noch so. Bruder, hier gibt's so viele Fußballstreams. Unglaublich. Das wusste ich auch noch nicht, aber ich gucke auch keinen Fußball. Das ist, what the fuck? Ja, interessant. Ja, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Es ist halt ein kontroverses Thema, aber in meinem Leben betrifft es mich nicht. Deswegen nichts, was mich traurig macht. So.